Jo, ich bin's, der Tom. Ich grüße euch ganz herzlich zu diesem Tech-Video. Ich wurde getaggt vom lieben Duku. Könnt ihr ja mal besuchen hier in seiner Ballerbude. Ja, wie gesagt, ich wurde vom Duku getaggt und ich soll 20 Fragen beantworten, was ich natürlich auch machen werde. Ich versuche es mal so gut wie möglich zu beantworten. Gut, 20 Fragen, geht jetzt los. Laptop oder Computer? Ja, ich besitze im Moment einfach nur einen Computer, einen Laptop, weil ich bin kein PC-Spieler mehr. Ich bin total jetzt auf Konsole umgestiegen. Ich habe zwar hier hinten noch ganz viele PC-Spiele stehen. Meine Frau hat ja einen schnellen PC noch, wo ich dann hin und wieder mal zocke. Aber ja, ich zock die meiste Zeit oder meistens nur noch an der Konsole, an der PS4, PS3 und auch an der Xbox. Und daher Laptop, der reicht mir. Da nehme ich meine Videos auf und zum Surfen, zum Skypen oder so. Langt allemal. Ja, okay. McDonald's oder Burger King? Eigentlich beides. Je nachdem, was gerade nicht so voll ist. Also wir haben hier bei uns in der Schlossstraße haben wir Burger King und McDonald's und naja, wenn einer von denen voll ist, dann gehe ich halt zum anderen hin. Und wenn der auch voll ist, dann gehe ich zu Pizza Hut. Also ist mir eigentlich relativ Latte. Ich mag beides. So, Deo-Roller oder Deo? Deo-Spray. Ich benutze eigentlich einen Deo-Roller. Deo-Spray, weiß ich nicht. Der verfliegt nachher. Ein Deo-Roller hält da meiner Meinung nach etwas länger. Also, Deo-Roller. Äpfel oder Erdbeeren? Ha, natürlich Äpfel, weil gegen Erdbeeren bin ich allergisch. Also wenn ich Erdbeeren fresse, dann bekomme ich überall so kleine Pickelchen und rote Stellen. Also Erdbeeren, damit kann man mich jagen. Also nee, auf gar keinen Fall. Erdbeeren. Äpfel, feine Sache. Katzen oder Hunde? Ja, ich bin eigentlich im Zoo aufgewachsen. Also wir hatten bei uns zu Hause Katzen, wir hatten Papageien, wir hatten Hunde, alles auf einen Haufen. Und mit diesen ganzen Tieren bin ich groß geworden. Von daher ist es mir eigentlich egal. Ich mag Katzen, ich mag Hunde. Wenn ich jetzt gefragt werde, was für ein Tier möchtest du dir am liebsten jetzt zulegen, dann ein Hund, so einen kleinen niedlichen Mops, so wie Buddy von Axel, wollte ich schon sagen, von Alex. Storm übrigens, könnt ihr auch mal vorbeischauen. Der hat einen niedlichen kleinen Hund, Buddy. Auf jeden Fall, wenn ein Hund, den würde ich mir gerne zulegen, so einen schönen Mops. Ich mag die. Finde ich einfach lustig. So, okay. Blond oder braun? So gut, meine Frau ist jetzt gerade nicht hier. Ist mir eigentlich auch völlig egal. Also meine Frau ist eine Brünette. Und ist mir eigentlich egal. Ich nehme auch Fleischmütze. Ist mir, wo die Liebe hinfällt halt. Ne? Also, aber mal um das zu beantworten, meine Frau ist brünett, also natürlich braun. Süßes oder herzhaftes Essen? Eigentlich auch beides. Also ich kann eigentlich den ganzen Tag Süßigkeiten fressen oder auch nur herzhaftes. Ja, ich mag beides. Ich kann mich da auch nicht so richtig entscheiden. Wobei herzhaftes Essen, so einen schönen Gulasch oder so. Na, aber ich soll mich ja, glaube ich, immer entscheiden. Also ich nehme herzhaftes Essen, natürlich. Lego oder Playmobil? Aufgewachsen bin ich so mit Fischertechnik. Ich hatte Fischertechnik gehabt, damit habe ich rumgezockt. Playmobil hatte ich wenig. Habe ich mich nicht so viel interessiert. Das waren für mich immer Puppen. Wenn, ja, Lego. Lego, da kann man schön kreativ sein. Kann man schön bauen. Lego hatte ich auch mal gehabt, ja. Also Lego. Nike oder Adidas? Meine ersten Turnschuhe waren von Nike. Und ja, Adidas. Hauptsache, die Schuhe passen und die drücken nirgendwo. Man kann da gut drauf laufen. Aber Nike. Schon der Name ist irgendwie geiler. iPhone oder Samsung Galaxy? Gar nichts von beiden. Ich habe weder ein iPhone noch ein Samsung Galaxy. Ich habe
mir jetzt vor kurzem ein Android geholt von HTC, was ist, glaube ich. Aber wenn ich die Wahl hätte, Samsung Galaxy. Party oder chillen? Lieber chillen. Die Party habe ich hinter mir gelassen. Ich habe früher viel, viel Party gemacht. Aber jetzt chill ich lieber auf dem Sofa. Subway oder KFC oder KFC. Subway. Wir haben hier in Berlin hatten wir auch mal ein Subway oder haben wir ein Subway, aber ich war noch nie da drinne. Aber ich habe gesehen, dass diese Dinger so schön, lecker aussehen. Aber drin war ich noch nicht, bei beiden nicht. Ich bin nur an deinen Subway mal vorbeigegangen, habe gesehen, was die da so alles Schönes anbieten. Aber ich würde mich eher für Subway entscheiden, weil ich kenne nur den Subway. Links- oder Rechtshänder? Rechts. Cola oder Fanta? Cola. Weil Fanta schmeckt für mich mehr nach Kaugummi jetzt. Also früher habe ich gerne Fanta getrunken, aber jetzt nicht mehr. Jetzt kaufe ich nur noch Cola. Ja, Cola. Horror oder Liebesfilme? Also ist die nächste Frage. Ich stehe mehr auf Horrorfilme. Also zum Leidwesen meiner Frau. Ich gucke mir gerne Horrorfilme an. Ich kaufe mir gerne Horrorfilme. Habe mir jetzt die dritte Staffel von The Walking Dead zugelegt noch. Ja, ich stehe voll auf Zombies und selbst, also sogar diese alten Zombies von George Romero. Dawn of the Dead, Day of the Dead, also diese ganzen Horrorfilme, die mag ich. Also ganz klar, wenn ich die Wahl habe, Horrorfilme. Nintendo oder PlayStation? Ja, natürlich PlayStation. Was soll ich dazu sagen? PlayStation. ja, PlayStation finde ich am besten. Ich hatte früher Nintendo gehabt, ein Super Nintendo. Ich hatte auch ein Sega gehabt. Aber Super Nintendo, ich fand das schön, Super Nintendo. Und eine Wii U hatte ich auch mal gehabt. Die habe ich dann letztendlich verkauft, weil die ganzen Spiele, worauf ich so gewartet habe, sind nicht gekommen. Und ich hatte da, glaube ich, nur Zombie U gezockt. Und wie hieß das andere nochmal? Monster Hunter. Übrigens geil. Aber ich habe schon so viele Konsolen und dachte mir nachher, okay, was soll's? Ich habe die Wii U dann verschleudert. Ja, also PlayStation. Weil ich habe eine PlayStation 4 und da geht's voll ab. Canon oder Nikon? Habe ich gerade hier. Natürlich Nikon. Warum, weshalb? Keine Ahnung. Ich habe mich für Nikon entschieden, weil die, glaube ich, die war etwas billiger und ist auch super. Aber Canon, ich hatte eine Canon eigentlich noch nie in der Hand gehabt. Nö. Nikon. Nächste Frage. Weihnachten oder Geburtstag? Am besten beides, weil dann bekommt man doppelt so viele Geschenke. Aber lieber Weihnachten. Weil da geht das los mit dem Schmücken. Also ich freue mich immer, wenn so die Weihnachtszeit losgeht. Und besonders finde ich es immer geil, wenn man dann zu Lidl geht und auf einmal, bam, sind da die ganzen ja, Süßigkeiten, Weihnachtssachen da. Und kann ich schlecht widerstehen und dann ziehe ich mir mal gerne mal so ein paar Lebkuchen wieder rein. Und ja, auf jeden Fall Weihnachten. Finde ich viel schöner, weil es ist irgendwie alles gemütlich. Draußen ist es kalt. Es wird schnell dunkel, man mummelt sich schön ein, dann zockt man schön und hat einen Weihnachtsbaum. Ja, Weihnachten. So, nächste Frage. Zocken oder skaten? Ich habe mich mal versucht im Skaten, bin auf die Fresse gefallen und seitdem habe ich diese Dinger nie angefasst. Nicht mehr angefasst. Zocken, ganz klar. Ich bin leidenschaftlicher Zocker. Macht zwar im Moment nicht so viele Videos, aber ich bin sonst die ganze Zeit nur am Daddeln. Kommen natürlich auch bald wieder tolle neue Videos von mir. Ja, zocken, ganz klar. Nacht oder Tag? Am Tage gehen mir die ganzen Menschen nicht auf den Sack, also lieber Nacht. Beziehung oder Single, verheiratet. Nächste Frage: Disney oder Looney Tunes? Disney. Apple oder Microsoft? Wenn Apple nicht so teuer wäre, natürlich Apple. Aber
Mein Bruder steht auf Apple und er holt sich jetzt ein iMac. Und ja, ich benutze ein Windows 8, ja, Windows 8 Laptop habe ich hier. Bin damit auch zufrieden. Voll und ganz zufrieden. Aber wie gesagt, es ist eine Frage des Geldes, ne? Wenn Apple billiger wäre, dann hätte ich mir wahrscheinlich auch ein Apple zugelegt. So, sind wir durch. Baden oder duschen? Baden. Ich bade unheimlich gerne. Ich bade auch ziemlich lange, weil wenn ich baden gehe, dann das verbinde ich dann mit Chillen. Und ja, da stelle ich mir mein Tablet auf und dann schaue ich mir da YouTube-Videos an oder irgendwelche anderen Dinge. Am meisten YouTube-Videos schaue ich mir da an. Oder daddel damit, ja, ich daddel sogar mit meinem Tablet in der Badewanne. Sollte man nicht nachmachen, aber ich bin vorsichtig. Ich habe da so ein, soll man sagen, über meiner Badewanne habe ich da so ein Ding zum Hinstellen. So einen kleinen Tisch. So, okay. Batman oder Spider-Man? Ich finde beide geil. Am besten Spider-Man. Und die neuen Spider-Man, The Amazing Spider-Man, wenn ich das damit jetzt mal so verbinde, sind nicht schlecht. Ich mag sie auch gerne gucken. Aber ich fand die vorherigen mit diesen, wie hieß er nochmal, Tobey Maguire, glaube ich, fand ich besser. Die hatten irgendwie mehr Pep. Der Amazing Spider-Man, ich glaube, so hießen auch die Comics früher, Amazing Spider-Man, wenn ich mich nicht irre. Der ist mir so ein bisschen ausgeflippt, der ist mir zu hektisch. Aber auch der ist gut und ich werde mir auch, wenn es den zweiten Teil, der Amazing Spider-Man 2, auf DVD gibt, weiß ich gar nicht, gibt es den schon auf DVD? Nee, ne? Nee, das glaube ich gerade ins Kino gekommen. Egal, Spider-Man, ganz klar. Dunkin' Donuts oder Starbucks? Wir haben hier bei uns in der Schlossstraße auch beide. Und ich war da noch nicht drin, ich war nur bei Tchibo und habe da meinen Kaffee getrunken. Kann ich nicht zu sagen, war weder bei Starbucks noch bei Dunkin' Donuts drin. Bei den Dunkin' Donuts gehe ich immer als erste dran vorbei, wenn ich aus dem Bus aussteige. Und sehen ja richtig lecker aus, diese Donuts. Also ich mag gerne Donuts, aber kann ich nicht so sagen. Gestylte Haare oder Mütze? Ich nehme es so, wie es ist. Ja, ich trage keine Mütze. Ich wollte mal gerne eine Mütze haben. Diese von Watch Dogs wollte ich gerne die Mütze haben, aber habe keinen Bock, mir sie jetzt extra noch zu kaufen. Von daher gestylte Haare, wenn man das Style nennen kann. Manga oder Comics? Eigentlich auch beides. Ich mag gerne Manga-Spiele, also Manga-Filme oder so, gucke ich mir nicht an. Aber Spiele mag ich gerne. Ja, entscheiden tue ich mich aber für Comics. So, ganz einfach machen wir es ganz schnell. So, letzte Frage. Ich habe gar nicht immer gesagt, welche Frage das ist, ne? Egal, wir kommen jetzt zur letzten Frage. YouTube oder Fernsehen? Ich gucke eigentlich nur noch Fernsehen. Wenn die Nachrichten da sind, dann gucke ich mir die Nachrichten an, will ja natürlich wissen, was so in der Welt so geschieht. So als Zocker hat man natürlich nicht nur Zockeninteresse, man will ja auch wissen, was so in der Welt vor sich geht. Aber ich gucke selten Fernsehen. Wie gesagt, nur wenn Nachrichten laufen, schaue ich mir die Nachrichten an. YouTube. Ich schaue sehr viel YouTube. Ich schaue mir viele, viele Videos an von vielen, vielen YouTubern. Bin zwar einer, der nicht so gerne einen Kommentar schreibt, ich gebe meistens einen Daumen hoch. YouTube. Ich entscheide mich für YouTube, weil ich gucke am meisten YouTube, wenn ich am Baden bin oder wenn ich in der Wohnzimmer sitze, dann schaue ich mir gerne YouTube an. Ja, gut. Das waren die 20 Fragen. Jetzt soll ich natürlich auch, glaube ich, jemanden taggen. Den tagge ich. Einer fällt mir ein, ich tagge den Basti, was er aber Bock darauf hat. Basti, hiermit bist du getaggt.
Sonst fällt mir keiner so ein. Doch, ich glaube, doch, ich tagge mal, ich kenne ihn zwar nicht, ich gucke mir seine Videos aber an. Hieß er mal, Gigatobi, den tagge ich mal, wenn er Bock drauf hat. Der macht schöne Let's Plays, Final Fantasy Online. Gucke ich gerne. Auch natürlich andere Sachen. Solltet ihr auch mal vorbeischauen, werde ich natürlich unten verlinken. Ja, den Basti Rockstar und den Gigatobi. Diese beiden werde ich einfach mal taggen. Jetzt habe ich die ganze Zeit immer auf den Bildschirm geguckt, stand in die Kamera, macht aber nichts. So, gibt es noch was von mir, was ich zu erzählen habe? Ich habe ja lange Pause gemacht, geht auch bald wieder weiter. Und habe schon ein paar Spiele hier, Sakri 3, eine ganze Menge. Lasst euch überraschen, es kommen auf jeden Fall die Tage neue Videos. So, okay. Das waren die 20 Fragen von lieben Duko. Ich bedanke mich nochmal bei dir, Duko, für das Taggen. Und ja, bleibt mir nur zu sagen, tschüss und danke fürs Zuschauen.